Dankeschön. Von mir auch guten Morgen. Ich freue mich, dass doch auch schon so relativ früh viele da sind. Ich danke auch sehr für die Einladung und ich freue mich auch sehr und es bewegt mich auch, dass ich die Ehre und das Vergnügen habe, in einer homöopathischen Bibliothek vorzutragen. Es berührt mich sehr. Ich bin seit mehr als 10 Jahren kenne ich die Homöopathie und habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht und ich finde das also auch eine große Ehre, in so einem Rahmen vortragen zu dürfen. Ich möchte vortragen über das Grundeinkommen mit ökologischer Lenkungswirkung und habe hier auf meiner ersten Folie auch gleich hingeschrieben, warum das denn beim Geldkongress eine ganz wichtige Funktion haben muss. Bevor ich dazu jetzt viel sagen werde, möchte ich ganz kurz den Kerngedanken streifen. Was ist der Kerngedanke dieses ökologischen Grundeinkommens? Es geht einmal um Ökosteuern und zwar nicht einmalig, sondern steigend. Und daneben eben sich nicht ausschließend, sondern ergänzend, auch um Versteigerung von Nutzungsrechten an den Naturressourcen. Diese beiden Maßnahmen werden in unterschiedlicher Weise notwendig sein, je nachdem auch nach dem Charakter, den die Naturressource, um die es geht, also je nach deren Charakter. Also diese beiden Maßnahmen, Ökosteuern und regelmäßige Versteigerung von zeitabhängigen oder zeitlich begrenzten Nutzungsrechten, das beschreibt die Erhebungsseite, also wie ihr Geld eingesammelt wird von den Leuten, ne, von den Endkonsumenten, so oder so, es zahlen sowieso immer alles die Endkonsumenten. Also dass diese oberen beiden Zeilen beschreiben die Erhebungsseite und der ganz wichtige Gedanke, der meiner Ansicht nach noch viel zu wenig unter den Leuten ist, das ist eben die komplette Rückausschüttung pro Kopf, gleichmäßig pro Kopf. Das heißt, diese unteren Zeilen beschreiben die Verwendungsseite. Ne, wenn ich Steuern erhebe, dann ist ein Geldfluss in irgendeinen Topf und dann ist natürlich die Frage, was passiert mit dem Geld, was da zusammenfließt oder mit diesem, na, ich möchte jetzt nicht in die Gelddebatte einsteigen. So, also das als Kerngedanke vorneweg und dann möchte ich sagen, warum diese Gedanken so sehr wichtig sind auf dem Geldkongress. Sie werden hier wahrscheinlich in vielen Vorträgen den Begriff des fließenden Geldes hören. Wenn wir dieses fließende Geld einführen, ohne gleichzeitig an der Nutzungsordnung für die Naturressourcen zu drehen, zu ändern, dann verschärfen wir die gegenwärtige Katastrophe. Die gegenwärtige Katastrophe hat ja nicht nur das soziale Auseinandergehen, sondern auch die unglaubliche Verschwendung, Vernutzung der Naturressourcen. Ich brauche nur so Stichworte zu sagen wie Artensterben, Klimawandel. Ich denke eigentlich, ich brauche keine weiteren Stichworte mehr dazu sagen, dass die ökologische Katastrophe. Auf jeden Fall, was unseren Umgang mit der Natur angeht, dringend eine Änderung notwendig ist. Das ist in einer Weise, denke ich, allgemeingut. Wir müssen uns aber darüber im Klaren sein, dass diese Problematik, diese ökologische Problematik durch fließendes Geld noch verschärft würde, wenn wir nicht gleichzeitig oder sogar vorher Änderungen der Nutzungsordnung der Naturressourcen vorantreiben. Warum ist das so? Fließendes Geld bewirkt zuallererst eine Konjunkturförderung. Warum tut es das? Ich mache da immer die automatische Handbewegung zum Geldbeutel.
Das fließende Geld wird dafür sorgen, dass das Geld im Geldbeutel oder auch im Girokonto ein bisschen brennt. Ne? Wenn ich es liegen lasse, verliert mein Geld ein bisschen an Kaufkraft. Also werde ich dafür sorgen, dass ich es schnell weitergebe. Und wenn Geld schnell weitergegeben wird, dann ist das ein anderes Wort dafür, dass Konjunktur herrscht. Konjunktur heißt ursprünglich, Angebot und Nachfrage sind aneinander gebunden. Mir begegnet ganz oft die Aussage, ja, aber Konjunktur ist doch Wachstum. Nicht automatisch, und Konjunktur und Wachstum sind nicht identisch. Wenn wir aber dafür sorgen, dass das Geld, das jemandem zugeflossen ist, derjenige auch schnell wieder weitergibt, dann ist das in allererster Linie eine konjunkturfördernde Maßnahme. Wenn Konjunktur gefördert wird unter den gegenwärtigen Verhältnissen, dann heißt das, dass wir einen massiven Raubbau an der Natur haben. Ich möchte an der Stelle auch erinnern an den Vortrag von dem Professor Nico Pech, der, glaube ich, schon gewesen ist, ne, der auch so, also so wunderbar, finde ich, auf die Notwendigkeit einer Postwachstumsökonomie hinweist und auch auf so einzelne Fäden in diesem Strang, der uns dazu verhilft. Ne? Zudem meiner Ansicht nach auch diese ganze Geldsystematik gehört. Also Konjunkturförderung bewirkt unter den gegenwärtigen Verhältnissen einen verschärften Raubbau an den Naturressourcen. Diese einfache Aussage, glaube ich, dass auch eigentlich schon relativ weit verbreitet ist. Also, fließendes Geld ist zunächst mal eine Konjunkturförderung. Deshalb müssen wir uns mit der Problematik der Naturressourcen beschäftigen. So, und der zweite, genauso wichtige Grund, oder ich hüte mich da abzuwägen oder zu sagen, das eine ist wichtiger als das andere. Es ist beides grundlegend und ganz wichtig. Fließendes Geld hat gegenüber dem aktuellen Geld seine relative Knappheit verloren. Ich betone sehr relativ. Wir wissen auch alle, dass das Geldvermögen in Hülle und Fülle da sind. Sie jagen um den ganzen Erdball. Wahrscheinlich haben viele auch den Begriff der in Anlagenot seienden Geldvermögen gehört. Also Geld oder Geldvermögen, also Geld, was, na sagen wir lieber so, Geldvermögen, das leicht in Zahlungsmittel umgewandelt werden kann, ist nicht knapp. Warum rede ich dann von einer relativen Knappheit? Deshalb, weil derjenige, der über diese Geldvermögen oder auch schon direkt über das Zahlungsmittel verfügt und es nicht mehr selber ausgeben muss, weil er oder sie satt ist, in einem sehr umfassenden Sinn, oder weil er oder sie Zukunftsvorsorge betreiben will in irgendeiner Weise oder warum auch immer. Wenn also derjenige, der noch Geldmittel hat, das sind bei weitem nicht alle Mitglieder unserer Gesellschaft, ne? Das ist auch eine Binsenweisheit. Aber wenn derjenige, der es also hat, keine Veranlassung hat, es weiterzugeben, dann besteht eine relative Knappheit an Geldmitteln. Und das merken wieder alle diejenigen, die Güter oder Dienstleistungen oder auch ihre eigene menschliche Arbeitskraft anbieten. Die merken, dass sehr wohl Geld knapp ist. Weil das Geld, was ich dort schon überhaupt gar nicht mehr weiß, wo es denn hin soll, dieses Geld, was dort in Anlagenot oder diese Geldvermögen, die dort in Anlagenot sind, unter den gegenwärtigen Verhältnissen keine Ursache haben, keine Veranlassung haben, sich bereitzustellen und dort die menschliche Arbeitskraft oder Güter oder Dienstleistungen bezahlen. So, und der Kern meiner Ansicht nach eben des Geldreformgedankens ist, dass diese relative Knappheit des Geldes
in homöopathischer Weise aufgelöst wird. Nicht radikal, doch radikal an die Wurzel gehend, aber nicht schlagartig, sondern sanft, stufenweise. Es kann gut sein, dass der Dr. Lang, der ja auch homöopathischer Arzt ist, der einer der ersten war, der hier vorgetragen hat, dass der auf diesen Charakter, auf diese sanfte, aber radikale Wirkung des Geldreformgedankens auch hingewiesen hat. So, wenn also die relative Knappheit des Geldes endet, dann hat es Wirkungen auf den Rentenfluss, der mit dem Besitz von Geldvermögen verbunden ist. Also für mich ist dieser der Rentenfluss steht in ganz enger Verbindung mit der Knappheit eines Gutes. Und Knappheit, ich betone es nochmal, ist nicht eine absolute Knappheit, sondern Knappheit ist mehr der Ausdruck dessen, ganz viele oder alle sind auf etwas angewiesen und ganz wenige haben die Verfügung über dieses Gut, auf das die vielen angewiesen sind. Und wenn ich solche Verhältnisse habe, wenn die Verfügungsmacht bei wenigen ist, dann liegt es auf der Hand, dass diese wenigen die Macht haben, für die Nutzungserlaubnis etwas zu verlangen. Das ist bei der Bodenordnung vielen wahrscheinlich bekannt. Ich denke, das ist genau der gleiche Mechanismus beim Geld. Und solche Verfügungsmacht, die sorgt dafür, dass ein Rentenfluss an denjenigen, der verfügt, möglich ist. Also in meinem Denken ist die Knappheit bzw. die Verfügungsmacht von einigen wenigen, das Angewiesensein von allen, das ist die Konstellation, das sind die verschiedenen Bedingungen, die den Rentenfluss an die wenigen ermöglichen. Selbstverständlich rede ich gerade nicht von Altersrenten oder Erwerbsunfähigkeitsrenten, wobei ich habe da lange drüber nachgedacht. Beide Tatsachen, beide Flüsse haben den Begriff Rente und auch zu Recht. Bei den Altersrenten ist es ganz klar, die Arbeits- oder allgemeiner gleich, die nicht Arbeitsfähigen bekommen ohne Arbeit diese Rente. Der kleine Unterschied ist gerade bei diesen Renten, dass sie in einer öffentlichen, gesellschaftlichen Übereinkunft ausgehandelt sind. Während diese anderen Renten, die aus der Verfügungsmacht resultieren, die verlaufen blind, die erkennt man nicht. Die Bodenrente erkennt man nicht so ohne weiteres. Die Ursachen dafür, dass Kreditnehmer Zins bezahlen und dass Kreditgeber Zins bekommen, die Ursachen, die liegen nicht offen zutage. Das, was ich hier mit der Knappheit gesagt habe, da wird gesagt, Konsumverzicht und was der Kuckuck, was alles. Aber auf jeden Fall ist diese Ursache nicht offen zutage tretend. Das ist in meinen Augen der ganz wichtige Unterschied. Trotzdem haben beide Geldflüsse zu Recht den Namen Rente. So, also, wenn das Geld seine Knappheit verliert, dann versiegt auf die Dauer dieser Rentenfluss. Das ist die Zinsproblematik. Und es liegt völlig auf der Hand, dass dann natürlich sofort der Blick der Betroffenen schweift, ja, wo fließen denn dann noch Renten? Und es ist auch ganz klar, dass auch jetzt schon wir dieses Phänomen wahrnehmen, da wo große Geldvermögen sind, wird natürlich die Hand auf die knappen Güter gelegt. Und knappe Güter sind zuallererst, also die ist grundlegend der Boden unter unseren Füßen. Der Boden ist für jedes menschliche Leben unverzichtbar. Und insofern ist es so völlig klar, dass gerade was den Rentenfluss angeht, der Boden natürlich die beste Quelle eines Rentenflusses ist. Und deshalb wird selbstverständlich bei zunehmender oder bei sich verringernder Knappheit des Geldes oder der Geldvermögen
sich verringernder Knappheit, ja, habe ich richtig gesagt. Wenn also die Gefahr besteht, dass dieser Rentenfluss nach und nach geringer wird, wird natürlich das Interesse an anderen Gütern, die nach wie vor einen Rentenfluss garantieren, deshalb, weil sie wirklich knapp sind in einer Weise, das Interesse daran wird natürlich massiv ansteigen. Und knapp ist natürlich nicht nur der Boden, das sind natürlich die gesamten Naturressourcen, also auch die Bodenschätze, das sind Rohstoffe. Das ist in einer Weise auch bereits die Atmosphäre, die uns umgibt. Dort ist das Knappe, die Aufnahmekapazität dieser Atmosphäre für die klimaschädlichen Gase. Also an der Stelle, finde ich, wird so deutlich, dass die Naturressourcen insgesamt eine charakteristische Gemeinsamkeit haben mit dem Boden. Sie sind nicht durch menschliche Arbeit vermehrbar, ganz im Gegenteil. Also an der Stelle wird für mich über den Begriff der Knappheit die Verbindung zwischen Geldreform und ursprünglich Bodenordnung und dann eben weitergedacht den ganzen Naturressourcen ganz deutlich. So, jetzt gehe ich aber wieder weg von dem Geldreform-Thema. Das ist ja hier in ganz vielen anderen Vorträgen eigenes Thema. Sondern ich möchte darauf hinweisen, dass die sogenannte ökologische Steuerreform ganz unabhängig vom Geld schon seit mehr als 20 Jahren ein Thema ist. Mir ist vor einigen Tagen dieses Buch wieder über den Weg gelaufen. Der Preis der Energie, da geht es also in allererster Linie um Energiebesteuerung, Verteuerung, Plädoyer für eine ökologische Steuerreform mit Beiträgen von Hans-Peter Dürr, wer kennt ihn nicht, ne? Peter Hennig, Ernst Ulrich von Weizsäcker, da assoziieren wir Potsdam, nee, nicht Potsdam-Institut, sondern Wuppertal-Institut, genau. Also nichts Neues, ne? Was ich zum Teil, ist das, was ich erzählen will, nichts Neues. Seit mehr als 25 Jahren gibt es die Forderung danach. Damals hat Greenpeace bei dem DIW, Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, eine Studie in Auftrag gegeben und übereinstimmend wurde die Wichtigkeit, die Notwendigkeit einer ökologischen Steuerreform herausgearbeitet. Wobei diese ökologische Steuerreform dort damals in erster Linie auf eine Energieverteuerung beschränkt war. Leider ist diese ökologische Steuerreform bisher nicht vorangekommen. Und ich finde auch, na, dann mache ich erstmal weiter. In diesem Buch habe ich sehr schön gefunden eine uralte Erklärung aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts von dem Pigou, den Vornamen weiß ich gerade nicht auswendig, der wird manchen auch ein Begriff sein, der ein sehr schönes Beispiel da bringt für die externen Effekte von wirtschaftlichen Unternehmen. Er hat beobachtet, dass die damaligen Dampflokomotiven durch ihren Funkenflug Brände auf umliegenden Feldern, auf trockenen Feldern verursacht haben. Und diese Schäden, die durch diese Brände verursacht wurden, hat Pigou den Begriff des externen Effekts geprägt. Und mit seinen Worten müssen im Grunde diese externen Kosten von dem Nutzen, den diese Technologie hat, abgezogen werden. Sie müssen berücksichtigt werden. Also finde ich sehr schön der Hinweis auf diese externen Effekte, die ganz klar ein Grund dafür sind, zusätzliche Kosten den Wirtschaftenden aufzuhalten, wenn sie denn diese externen Effekte verursachen, wenn sie denn aus der Natur Dinge entnehmen. Und es gibt fast kein menschliches Wirtschaften, was nicht aus der Natur Dinge entnimmt. Das ist also das Stichwort mit den externen Effekten. Dann zeigt sich weiter, dass dieses DIW
dass sicherlich ein durchaus Arbeit oder Unternehmer, also dem man jetzt nicht eine massive kritische Haltung gegenüber dem Unternehmertum wird unterstellen müssen. Aber dieses DIW ist mit dem FÖS, die heißen jetzt Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft, damals noch Forum Ökologische Steuerreform, beide sind sich einig über die Notwendigkeit der ökologischen Steuerreform. Und einen sehr schönen Satz, den ich dort drin auch gefunden habe: wirtschaftliche Entscheidungen werden im Wesentlichen an den Preisen ausgerichtet. Das halte ich für einen so derartig grundlegenden Satz. Ich möchte ihn in einer Weise auch dem Nico Pech sagen. Er kennt ihn natürlich, ne? Er kennt ihn ganz klar. Für mein Empfinden haben manchmal die Individuen die Möglichkeit, sich über diese Aussage so ein bisschen hinwegzusetzen. Das kann sich wiederum ein Individuum nur leisten, das so ein bisschen noch genügend in seinem Geldbeutel hat. Dann habe ich als Individuum die Möglichkeit, gucke ich nur nach dem Billigsten, dann kaufe ich beim Aldi und beim Lidl oder sonst irgendwo ein. Aber eigentlich darf man, glaube ich, sowas nicht sagen als Referenten. Man darf, glaube ich, keine Namen nennen. Egal. Also als Individuum, wenn ich noch nicht ganz am Hungertuch nage, wenn ich noch ein bisschen eine Freiheit habe, was meine finanziellen Mittel angeht, dann habe ich geringfügig die Möglichkeit, mich über diesen Satz hinwegzusetzen. Also es steht ja hier auch im Wesentlichen. Also in einer kleinen Nische, insbesondere können Individuen andere Entscheidungen treffen, die eben nicht an den Preisen alleine ausgerichtet sind. Aber im Großen und Ganzen muss diese wunderbare Entscheidung von Individuen, die privat sich im Grunde widersinnig verhalten, ne? Die in Bioladen gehen, obwohl es dort teurer ist. Ne? Diese Entscheidung, die muss durch, jetzt nehme ich ein Wort von dem Nico Pech auf, durch institutionelle Innovationen so unterfüttert werden, dass es auch vom Preis her die richtige Entscheidung ist. Ich sage manchmal nämlich Spaß, es muss endlich auch wirtschaftlich richtig sein, es muss endlich günstiger sein, im Bioladen einzukaufen. Es darf nicht im Bioladen teurer sein. Das ist sehr verkürzt. Eine andere Wendung dieses Satzes. Den habe ich also in diesem mehr als 25 Jahre alten Buch wiedergefunden. Hat mich sehr gefreut. So. Es ist ganz offensichtlich, wir müssen unsere Nutzung oder Vernutzung oder Verschleuderung, wir müssen unseren Umgang mit den Naturressourcen ändern. Wir müssen weniger Naturressourcen verbrauchen. Wir brauchen oder es braucht eine Begrenzung der Nutzung. Wenn ich Grenzen ziehe, dann wird die Frage nach der Gerechtigkeit immer wichtiger. Das ist was ganz Grundsätzliches. Solange wir nicht wahrgenommen haben, dass die Aufnahmekapazität der Atmosphäre für klimaschädliche Gase begrenzt ist, hat es keinen Unterschied gemacht, ob wir mehr oder weniger Kohle verfeuert haben. Wenn wir aber feststellen, dass das Konsequenzen hat, weltweit, dann wird die Frage der Gerechtigkeit immer wichtiger. Dann wird die Frage des weltweiten Pro-Kopf-Durchschnitts von klimaschädlichen Gasen, das hat etwas mit Gerechtigkeit zu tun. Solche Fragen werden dann wichtiger. Also Begrenzung und Gerechtigkeit sind in einem Zusammenhang, den ich dann weniger spüre, wenn Fülle da ist. Wobei ich denke, der Begriff der Fülle, der ist, das ist ein ganz eigener Begriff. Der hat mehr, da will ich jetzt nicht abschweifen. So, wenn also die Gerechtigkeit eine Rolle spielt, dann kommt sofort die Frage, ja, wie kann denn Verteilung passieren? Und da gibt es jetzt die zwei
grundlegenden Alternativen. Das eine ist die Zuteilung, das heißt kleinere Stücke von allem für alle. Kleinere Stücke in einem weit gefassten Sinn. Ne? Weniger Boden, weniger Wohnfläche, auch die Dinge, die ich benutze, die ja alle mit Bodennutzung hergestellt werden. Kleinere Stücke von allem für alle. Es zeigt sich schon, das ist sowohl schwer durchsetzbar. Die andere Alternative ist der Markt. Auf dem Markt gehen einher mit zusammen eine Verknappung und eine Verteuerung. Also der Markt stellt die Verbindung her mit dem Satz, der vorher dran stand, wirtschaftliche Entscheidungen werden im Wesentlichen an den Preisen ausgerichtet. Auf dem Markt, wenn dort ein Gut teurer wird, dann senkt das oder dämpft das eher die Nachfrage. Umgekehrt, wenn ein Gut knapper wird, dann wird sein Preis eher ansteigen. Also Verknappung und Verteuerung sind in marktwirtschaftlichem Zusammenhängen nicht identisch, aber sie hängen ganz eng zusammen. Und jetzt erhebt sich dann wieder bei den beiden Sachen die Frage, was ist gerecht? Und dazu sage ich, gerecht ist ein gleiches Nutzungsrecht an den Naturressourcen für jeden Menschen, aber gleiche Zuteilung ist ungerecht, denn die Menschen sind verschieden. Namenloses Beispiel, der eine möchte gerne auf engem Wohnraum wohnen, möchte aber dafür an anderer Stelle in seiner Lebensweise äußerst verschwenderisch sein. Und umgekehrt. Manche möchten in ihrer Lebensführung ausgesprochen sparsam sein, wollen aber in ihrer Wohnung doch eher großzügiger sein. Diese unterschiedlichen Wünsche fallen völlig unter den Tisch, wenn ich nach dem Prinzip der Zuteilung vorgehe, ne? Denn die Zuteilung sorgt dafür, oder heißt im Prinzip, für alle von allem kleinere Stücke, wenn ich eine engere Begrenzung ziehen muss. Also es überrascht Sie nicht, dass ich nicht an jeder Stelle und überall, aber im großen Ganzen dem Marktmechanismus den Vorzug gebe vor der Zuteilung. Ich sage gerade extra, auch das wieder mit Einschränkungen, weil auch der Markt klare Regeln braucht. Der Markt braucht ein anderes Geld, sonst kann ich den Markt, also ich kann den Markt sowieso überhaupt gar nicht sich selber nur überlassen. Also es ist durchaus auch ein schwieriges Feld herauszufinden, wo haben Marktverhältnisse ihre Grenzen. Trotzdem sage ich, der Zuteilung ist auf jeden Fall die marktförmliche Regelung, die mit Verknappung, also die, wo die Verknappung sich in einer Verteuerung der Nutzung ausdrückt, der Vorzug zu geben. So, und wenn ich dann betrachte, dass ein Nutzungsrecht einen ökonomischen Wert hat. Und wenn ich diesen ökonomischen Wert in Geld einsammeln kann von denjenigen, die benutzen, dann finde ich, ist das eine sehr elegante Methode, um diese gleiche Zuteilung, die ja schon auch etwas von Gerechtigkeit ausdrückt, um diese gleiche Zuteilung ermöglichen zu können. Wenn ich eine gleiche Summe Geld an alle Leute ausschütte, und diese Summe Geld vorher eingesammelt wurde, indem ich den Preis des Nutzungsrechts eingesammelt habe, dann ist das in meinen Augen eine sehr kluge Verbindung einerseits der Zuteilung
alle bekommen etwas Gleiches, und andererseits der marktförmigen Regelmechanismen. Ja. Also mir ist dieser Satz sehr wichtig, der ökonomische Wert oder auch der Preis des Nutzungsrechts, der kann gleich verteilt werden. So, und dieser Preis wird einfach angehoben durch Ökosteuern bzw. durch die Versteigerung der Nutzungsrechte. Ja. 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 Ich finde es auch, nein, ich bin sehr dankbar für die Frage. Nochmal. Oder nochmal präziser. Können Sie die Frage nochmal stellen? Wo ist die Unklarheit? Also zum einen der Preis des Nutzungsrechts. Ja. Also was meinen Sie damit? Also ja. Das Nutzungsrecht ist ein Bodenrecht und das soll für alle gleich sein, obwohl eigentlich der. Also die Nein, ja. Also das ja. ist schon mal. Und dann die Versteigerung der Nutzungsrechte. Ja. Da kommt irgendwie sofort das ja. Unrecht. Ja. Ach so. Also ich wiederhole einfach nochmal. Die Frage war, was ist der Preis des Nutzungsrechts? Das tut er nicht. Egal. Oder auch, was ist... Ja. Ja. Oder auch, da ist vorneweg noch die Frage, was ist das Nutzungsrecht selber? Ne? Und was war der zweite Teil? Bitte nochmal. Ich habe es gerade vergessen. Versteigerung. Versteigerung. Danke. Nein, ich denke, das ist sehr gut. Also ich will auf solche Verständnisfragen gerne jetzt während dem eingehen, und aber nicht Diskussion, ne? Aber die Verständnisfragen will ich sehr gerne beantworten. Beim Boden gibt es die sogenannten Erbpachtregelungen. Wenn der Boden in kommunalem Eigentum ist, können einzelne Parzellen für längere Zeit bei Erbpacht eben, also mehrere Jahrzehnte, versteigert werden. Der sogenannte Erbbauzins ist an dieser Stelle der Preis des Nutzungsrechts. Und bei diesem Beispiel, wenn also der Boden in kommunalem Eigentum ist und die Kommunen in regelmäßigen Versteigerungen, eben immer dann, wenn an einer Parzelle dieses Erbbaurecht ausläuft, ist wieder neu versteigern, dann ist an der Stelle auch der Versteigerungsgedanke mit drin. Der Versteigerungsgedanke ist uns allen bekannt im Zusammenhang mit dem Kyoto-Protokoll. Es werden Nutzungsrechte oder Emissionsrechte für die Atmosphäre, also Nutzungsrechte für die Atmosphäre, versteigert. Im Prinzip. In der Wirklichkeit passiert es nicht ganz. In der Wirklichkeit werden massiv Nutzungsrechte kostenlos abgegeben. Aber vom Prinzip her verbinden wir, glaube ich, alle beim Kyoto-Protokoll den Gedanken einer zeitabhängigen Nutzung, nämlich des Rechtes, innerhalb eines Jahres eine bestimmte Menge an klimaschädlichen Gasen in die Atmosphäre zu emittieren. Dort wird deutlich, dass dieses Nutzungsrecht ersteigert wird, wenn es denn so wirklich gemacht würde, ne? Wir haben massive Ausnahmen. Dieses Nutzungsrecht wird von den direkten Emittenten ersteigert. Das wird nicht von uns, die wir hier sitzen, also nicht von den Endverbrauchern ersteigert, sondern von den Produzenten, also am Anfang der Produktionsketten. Der ökonomische Wert dieses Nutzungsrechts zeigt sich in dem Preis, der bei der Versteigerung erzielt wird. Wenn ich jetzt weggehe von der Versteigerung, sondern einfach nur Ökosteuern ansetze, nehmen wir das Beispiel der Energieverteuerung, dann zahlen zunächst auch nicht wir kleinen Leute, sondern zunächst zahlen die Energieversorger. An der Stelle wird eher deutlich, was ist der Preis des Nutzungsrechts für einen Primärenergieträger. Also der Primärenergieträger erwirbt durch das Zahlen der Ökosteuer, ne, dem Preis der Energie, das Recht,
die Tonne Kohle oder etwas anderes, mit dem nachher Strom erzeugt wird, zu benutzen. Ist es damit klarer geworden, also die Verbindung ist im Grund Nutzungsrecht, ökonomischer Wert. Ein ökonomischer Wert schlägt sich in einem Preis nieder. Der Preis kann entweder durch die Versteigerung deutlich werden oder er wird so ein bisschen blind einfach erstmal angehoben durch die Ökosteuer. Ne? Damit komme ich aber auch gleich zu der Folie. Bei den Ökosteuern ist das Mengenziel nicht sicher erreichbar. Die Nachjustierung ist möglich und nötig, aber es ist eine bessere Planbarkeit für die Produzenten. Also mir ist auch an der Stelle ganz wichtig, dass die Ökosteuern zum großen Teil etwas sind, was zuallererst den Produzenten aufgehalst wird. Also es ist etwas, was am Anfang der Produktionsketten wirksam wird. Die Verteuerung. Ja? Aber nur von schädlichen Energieformen. Da müssen wir uns dann unterhalten. Das ist eine komplizierte Frage, die kann ich hier, also da kann ich nur einen ganz kleinen Blick drauf werfen, dass das ausgesprochen komplex und detailreich ist. Und an so einer Stelle, da singe ich immer wieder das Lob von diesem FÖS, das ist, glaube ich, sogar auf die Entfernung zu lesen, Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft, also FOES, mit dem Suchwort findet man es auf jeden Fall auch im Internet, die diese Detailarbeit machen, also die auf der Erhebungsseite sehr, sehr wichtige Arbeit machen. Das ist auch wieder mal eine kleine Gruppe von Leuten, die solche wichtigen Aufgaben erledigen. Also nochmal, also das Stichwort war gerade nur schädliche Dinge. Die Nutzung knapper Dinge wird besteuert. Also ich vermeide, mir ist der Begriff schädlich da nicht so sehr wichtig, sondern mir ist wichtiger, dass etwas nur in einem begrenzten Umfang zur Verfügung steht. Es gibt da die schönen, das habe ich auch nachher noch auf einer Folie, die unterschiedlichen Arten von Grundstoffen, die stehen nur in begrenzter Menge zur Verfügung. Wir können sie nicht zusätzlich herstellen. Wir stellen aber fest, dass insgesamt die Nachfrage nach diesen Sachen auch wächst. Also nochmal, ich möchte den Begriff des Schädlichen vermeiden. Mir ist sehr viel wichtiger der Begriff der Knappheit. Und diese Knappheit, die naturgemäß schon da ist, die soll in einem von den Menschen gesteuerten Preissteigerung sich ausdrücken. Und dadurch, an manchen Stellen finde ich, vorwegnehmen, dass die Preissteigerungen sowieso kommen werden. Also ich finde, das ist beim Erdöl, beim Sprit, liegt es so auf der Hand, wir können es an den Fingerchen abzählen, wann der Preis massiv gestiegen sein wird. Der Norbert Rost hat hier, glaube ich, schon vorgetragen oder wird noch vortragen. Der sagt auch zu diesem Stichwort Peak Oil. Und ich verbinde mit seinem Namen immer den Hinweis auf diese Bundeswehrstudie. Also es pfeifen eigentlich die Spatzen von den Dächern, dass die fossilen Rohstoffe knapp sind, dass ihr Preis steigen wird. Also finde ich, es liegt doch dann so auf der Hand, dass mit einem gezielten Eingreifen einer politischen Gemeinschaft diese Preissteigerungen, die über den Markt kommen werden und die natürlich mit massiven Schwankungen und spekulativ vor sich gehen werden, dass es ein Gebot der Vernunft ist, solche Dinge vorwegzunehmen, dadurch, dass wir sie gezielt teurer machen, dass wir genau diese bessere Planbarkeit anwenden zu einer Zeit, wo wir noch die Möglichkeit haben, in der Produktion umzusteuern, wo wir die Möglichkeit haben, leichter in unserem eigenen Konsumverhalten umzusteuern. Also manchmal denke ich,
Es liegt so auf der Hand, na, seit 25 Jahren pfeifen es in einer Weise die Spatzen von den Dächern, dass die Verteuerung der Nutzung der knappen Güter notwendig ist, eher gestern als heute. So, also zu den Ökosteuern, ne, steht hier dran, es ist eine bessere Planbarkeit, aber das Mengenziel kann man nicht mit Sicherheit erreichen. Ganz platt gesagt, es muss im einen Jahr eine Ökosteuer angesetzt werden und sie muss im nächsten Jahr erhöht werden. Und schon dort steht drin, es muss über 5 oder über 10 Jahre angekündigt werden, um wie viel sie angehoben wird. Dann kann man immer noch an dem Anhebungssatz drehen. Aber die Planbarkeit, finde ich, liegt auch auf der Hand, die ist einfach größer bei den Ökosteuern. Aber die Mengenbegrenzung ist eben nicht mit Sicherheit erreichbar. Das ist wiederum der Vorteil bei der Versteigerung. Auch hier nochmal, in erster Linie ersteigern die Produzenten, also nicht wir kleinen Leute, wir beteiligen uns nicht an diesen Versteigerungen, aber trotzdem kommen natürlich alle Kosten bei uns an. Jeder Produzent wälzt über seine Produktkosten die Kosten, die er selber hatte, weiter und weiter und weiter. Wir bezahlen es alles. So, das Resultat beider Maßnahmen ist eine Verteuerung am Anfang der Produktionsketten. Die führt zu einer unterschiedlichen Verteuerung der Güter. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke auch. Und das hat Konsequenzen auf Seiten von Produzenten und Konsumenten. Ich habe vorher so ein bisschen salopp gesagt, es wird dann Zeit, dass wir, oder es wird so wichtig, dass wir im Bioladen einkaufen, weil es günstiger ist. Also weil dieses unethische Argument des Kostenvorteils, dass das endlich auch im Bioladen da ist, dass ich nicht mehr nur aus moralischen Gründen in den Bioladen gehe. Ne? Also wenn diese beiden Interessen zuwiderlaufen, dann bremst eins das andere aus. Warum ist der Bioladen so ein, wie ich finde, sehr gutes Beispiel dafür, für die unterschiedliche Verteuerung der Güter? Also im Bioladen zugegeben werden nicht nur regional erzeugte Güter hergestellt, die Bananen oder auch der Kaffee. Trotzdem ist das in einer Weise, also für mich steht der so ein bisschen als Sinnbild für regionale Produktion, selbstverständlich für nachhaltige Produktion. Das sind Kennzeichen, die eigentlich langfristig ja auch sich in einem günstigeren Preis niederschlagen müssten. Wenn das so nicht ist, dann ist etwas insgesamt falsch. Ich sehe da Widerspruch oder sollen wir es auf die, sagen Sie ein Stichwort? Aha, der Aufwand, ja, Aufwand an ökologischem Herstellung ist größer. Das spare ich mir als Stichwort nachher für die Diskussion. Also wichtig ist hier wirklich die unterschiedliche Verteuerung unterschiedlicher Güter. Ein anderes Beispiel, was ich gerne erwähne, das ist, sich die Haare schneiden zu lassen. Wenn ich sie also jetzt auch nicht färbe, sondern nur schneiden lasse, dann auch noch mit einem Naturwaschmittel waschen lasse oder na, keine Ahnung, kann man auch ausbauen, dieses Beispiel, dann sind bei dem Beispiel relativ geringe Vernutzung von Naturressourcen dabei. Oder auch bei anderen Dienstleistungen, wenn ich mir Instrumentalunterricht oder Gesangsunterricht geben lasse oder mich massieren lasse, ne, mir eine Wellnessbehandlung zukommen lasse, dann sind das Tätigkeiten oder dann ist das eine Art von Konsum. Ne? Ich verzehre ja Güter. Ne? Dann ist das ein Konsum, der relativ wenig ressourcenaufwendig stattfindet. Das heißt, diese Konsumtätigkeiten werden durch diese hier angesprochenen Ökosteuern relativ wenig verteuert. Während, Sie können sich selber Beispiele ausdenken, ne, das unschöne Autofahren und noch viele andere Dinge, die werden wesentlich stärker verteuert. Sie werden nicht verboten, ne, sie werden nicht unmöglich gemacht, aber sie werden teurer.
Das heißt auf der einen Seite auch, wenn ich mir diesen Luxus oder dieses schädliche Verhalten, jetzt nehme ich das doch auf, wenn ich mir das gönnen will, aber nur diese Durchschnittssumme zurückbekommen habe, ich habe ja vorher auch von der gleichmäßigen Ausschüttung pro Kopf gesprochen, dann muss ich mir gut überlegen, wie oft ich mir so etwas leiste. Was ich gerade angesprochen habe, das sind mögliche Verhaltensänderungen der Konsumenten. Einmal, dass die Konsumenten zunächst durchaus auch auf den Preis gucken und sich überlegen, na, bei der Wellnessbehandlung fahre ich da lieber nach, was weiß ich was, wohin oder mache ich es hier vor der Tür? Also die Verhaltensänderungen bei den Konsumenten werden durch diese Verteuerung hervorgerufen. Es werden aber auch bei den Produzenten Verhaltensänderungen hervorgerufen. Derjenige Produzent, der schneller zum Beispiel auf reparaturfreundliche Produktion umstellt, hat einen Konkurrenzvorteil. Also das heißt, diese Verteuerung der Eingangsrohstoffe, des Bodens, der Energie am Anfang der Produktionsketten ist etwas, was sowohl auf Produktionsseite als auch auf Konsumptionsseite Reaktionen auslöst. Und das ist eben der wichtige Kern. So, jetzt auch wieder ein einfacher Satz, finde ich. Die Verteuerung dieser Nutzungsrechte, die Verteuerung der Nutzung der Naturressourcen, die kann ich in einer Demokratie nur dann durchsetzen, wenn das Aufkommen aus dieser Verteuerung komplett und direkt an die Endverbraucher ausgeschüttet wird. Warum ist das so? Durch diese Verteuerung werden doch zunehmend, oder auch durch diese, die ist ja nicht mit einmalig getan, die steigt ja an. Es werden also zunehmend in allererster Linie die kleineren Einkommen ausgeschlossen von der Nutzung der Naturressourcen. Deshalb halte ich diesen Satz auch für so einfach, für so auf der Hand liegend. Also wenn ich etwas demokratisch durchsetzen will, dann kann das nur gelingen, wenn diese Kosten, die bei den Endverbrauchern ankommen, die Endverbraucher zahlen alles, ne? Wenn ich diese Verteuerung dort kompensiere. So, das steht hier auch nochmal da. Die Verteuerung kommt ja letztendlich komplett bei den Endverbrauchern an. Sie kommt in den unterschiedlichen Produkten unterschiedlich stark an, dadurch der Anreiz für die Konsumenten, umzudenken, umzusteuern, anders einzukaufen, sich anders zu verhalten. So, und diese Rückausschüttung pro Kopf, wo ich finde, das liegt so auf der Hand, dass das etwas mit einem Grundeinkommen zu tun hat. Ich nenne es, oder der Name stammt von jemand anderem, also ökologisches Grundeinkommen oder Grundeinkommen mit ökologischer Lenkungswirkung. Also für mich ist es so offensichtlich, dass an dieser Stelle die Verbindung zum Grundeinkommensgedanken da ist. Gut, merken Sie es, bitte. So, leider ist in diesem Buch über die Verwendung dieses Aufkommens aus den Ökosteuern nicht oder nur zu einem ganz kleinen Teil diese komplette Rückausschüttung an die Endkonsumenten gedacht. Und in meinem Denken ist das mit eine Ursache, warum es bisher noch so schlecht vorangegangen ist. Nicht die einzige, aber mit auch eine. In dem Buch wird in erster Linie vorgeschlagen, dass das Aufkommen, also wir haben eine Erhebungsseite, wo ich in dem Zusammenhang habe ich eben diesen FÖS erwähnt, die da sehr verdienstvolle Arbeit machen. Durch die Ausgestaltung auf der Erhebungsseite fließen Gelder in einen Topf und jetzt betrachte ich, was kann ich auf der Verwendungsseite mit diesen Geldern, die da zusammenfließen, machen. Der damalige Vorschlag, verwenden zur Senkung der Lohnnebenkosten, also ausschütten an die Arbeitgeber in einer Weise nach Anzahl der Beschäftigten. Einer meiner Kritikpunkte daran ist,
das verkennt, dass Unternehmen oder warum in Unternehmen investiert wird. Warum fragen Unternehmen menschliche Arbeitskraft nach? Sie fragen sie bestimmt verschärft nach, wenn sich die Kostenrelationen ändern. Also in einer Weise bin ich da wieder bei dem vorherigen Punkt. Wenn ich die Kostenrelationen der verschiedenen Produktionsfaktoren ändere, wenn ich nämlich die Naturressourcen als Produktionsfaktor verteuere, dann ist das bereits eine relative Vergünstigung der menschlichen Arbeitskraft. Also an der Stelle wird schon deutlich, dass diese vorherige, die Erhebungsseite, durchaus einen Einfluss hat darauf, ob mehr menschliche Arbeitskraft nachgefragt wird. Trotzdem wird ein Unternehmen nicht deshalb vermehrt investieren, weil die menschliche Arbeitskraft günstiger geworden ist. Also ein Unternehmen schafft nicht Arbeitsplätze deshalb, weil der Arbeitskraft weniger kostet, weil der Arbeitsplatz weniger kostet. Ein Unternehmen investiert dann, wenn die Umsatz- oder Gewinnerwartung passt. Das heißt, an der Stelle, in einem Unternehmen ist zuallererst die Frage, wie sieht es denn mit der Nachfrage aus? Deshalb halte ich es für eine Illusion, zu glauben, wir senken flächendeckend bei allen Unternehmen die Lohnnebenkosten durch eine Rückvergütung oder auch Subventionierung und glauben, dass die dann mehr Arbeitsplätze schaffen werden. Das werden sie nicht tun. Unternehmen schaffen dann Arbeitsplätze, wenn die Nachfrage gesichert ist, wenn Umsatz und Gewinnerwartung stimmt. Und an der Stelle wird auch wieder diese gleiche Ausschüttung pro Kopf, finde ich, wird da so wichtig. Es ist bekannt, dass niedrigere Einkommen in einem größeren Maß direkt nachfragewirksam werden. Das heißt, wenn ich an alle Personen innerhalb eines Gebiets oder eines Staates, ne, das ist ja auch noch eine schwierige Frage, wenn ich an alle Personen einen pro Kopf absolut gleichen Betrag ausschütte, dann ist ganz klar, dass das relativ bei den niedrigeren Einkommen das Einkommen relativ verstärkt. Da diese niedrigeren Einkommen stärker direkt nachfragewirksam werden, ist an der Stelle wieder eine konjunkturpolitisch sehr erwünschte Folge dieser direkten Rückausschüttung pro Kopf deutlich. Also in dem Buch wird sehr viel darüber geredet, wie die Unternehmen sich verhalten würden, wenn die Lohnnebenkosten sinken. Das kann man natürlich rechnerisch auch irgendwie machen, aber da denke ich auch, also jetzt mit ein bisschen Bosheit gesagt, das ist ein Aufsitzen der neoliberalen, also man sitzt da der neoliberalen Ideologie auf, wenn man glaubt, durch Kostensenkung würde die Nachfrage nach Arbeitskräften, also würden Arbeitsplätze geschaffen. Wir wissen, dass das so nicht ist. Ich wiederhole, die Nachfrage der Umsatzerwartung, die ist das Wichtige. Ja? Wäre es nicht präziser, das Wort zwischen nicht und wegen ausschließlich dazwischen zu packen? Könnte sein, ja. Ja. Das wäre etwas präziser. Das würde die Sache noch zuspitzen. Die Kosten sind ja auch mit einer Motivation. Ja. Wobei wir uns ganz klar darüber sein müssen, dass gerade die Arbeitskosten im Gesamtgesellschaftlichen die Nachfrage sind. Also das ist inzwischen auch eine Sache, die an manchen Stellen klar ausgesprochen wird. Das, was betriebswirtschaftlich durchaus sinnvoll ist, einzelwirtschaftlich, nämlich Kosten zu senken, dass das, wenn es alle machen, man sich den Ast absägt, den man selber sitzt. Das ist die Frage nach der Binnennachfrage. Also es sind in allererster Linie die Arbeitseinkommen diejenigen, die zur Nachfrage werden. Und wenn die aus einzelwirtschaftlich durchaus rationalen Erwägungen immer kleiner werden, dann hat das gesamtwirtschaftlich üble Konsequenzen. Aber ich will mich diesem ausschließlich gar nicht... Also sie werden nicht in erster Linie wegen sinkender Kosten gemacht. So, dann habe ich hier noch ein Beispiel, also eine Primärenergiesteuer, da bin ich zum ersten Mal drauf gestoßen vor vielen Jahren von dem Solarenergieförderverein. Der wird manchen auch ein Begriff sein. Das ist ein Verein, der eben das tut, was der Name sagt. Der unterstützt Solarenergie, also erneuerbare Energien. Der hat vor Jahren schon eine Beispielrechnung gemacht, die komme ich nachher noch darauf.
Also die haben da vorgeschlagen, jetzt wieder eingeschränkt erstmal die Energieträger nach ihrem CO2-Gehalt zu besteuern oder auch die Besteuerung der Endenergie. Also man merkt vielleicht an der Stelle, auf der Erhebungsseite ist die Sache ganz und gar nicht einfach. Ich mache es mir hier in meinem Vortrag sehr einfach, ne? Ich betrachte es abstrakt. Ich versuche, allgemeine Grundsätze herauszuarbeiten. Wenn man dann ins Detail geht, wird es ausgesprochen schwierig. Kyoto-Protokoll hatte ich schon erwähnt, mit dem Zertifikatehandel, und der krankt im Moment eigentlich am meisten daran, dass wirklich ein Großteil der Emissionsrechte kostenlos verteilt wird an uns. Obwohl da auch wieder wir Endverbraucher relativ wenig davon profitieren, weil ja die Energiekonzerne bekanntlich auch den Preis auch der ihnen kostenlos zugeteilten einpreisen in dem Preis, den sie dann den Endverbrauchern abnehmen. So, dann steht hier noch das Stichwort Material-Input-Steuer. Das sind Dinge, die ich von diesem FÖS kenne. Also das auch wieder so ein bisschen anknüpfend. Es geht nicht um die Schädlichkeit, sondern stärker um die Knappheit. Also das sind dann Stichworte so wie abiotische Rohstoffe, die besteuert werden können und müssen, und auch biotische Rohstoffe. Das sind Dinge, die man wo ich so denke, diese FÖS macht da einfach ganz grundlegende und wichtige Arbeit. Auf der Erhebungsseite. An der Verwendungsseite habe ich leider auch diese Kritik, dass sie dort nur zum Teil das Aufkommen ausschütten an die Endkonsumenten. Dann habe ich hier noch ein Beispiel, das stammt aus dem Jahr 2005 und das ist anhand einer Rechnung oder auch eines Vorschlags von diesem Solarenergieförderverein gemacht. 2500 Milliarden Kilowattstunden Energie wurden verbraucht im Jahr 2005 in Deutschland. Wir haben ca. 80 Millionen Einwohner. Wenn ich jetzt pro Kilowattstunde 4 Cent auf die Energie draufschlagen würde, wenn die Politik sich diesem Vorschlag anschließen würde, ne, den der Solarenergieförderverein also mindestens 2007 schon gemacht hat, dann würde das bei Diesel, Benzin und Heizöl zu ca. 33 Euro pro Liter Verteuerung führen. Ne? Das passt dazu, dass in einem Liter Sprit ca. 8 Kilowattstunden Energie enthalten sind. Ne? Wenn ich auf die Kilowattstunde 4 Cent drauf tue, dann komme ich bei 8 mal 4, 32. Also das passt so über den Daumen. Ne? So, beim Gas würde es zu einer Verteuerung von 40 Cent pro Kubikmeter führen. Das tut natürlich schon weh, das ist spürbar. Ne? Da wiederhole ich wieder, es ist doch in unserem eigenen wohlverstandenen, ein bisschen längerfristigem Interesse. Es ist in unserem Interesse, diese Verteuerung, die wir sowieso kriegen werden, die vorwegzunehmen in einem Prozess und vielleicht auch noch so, dass es uns zumindest in Teilen wieder zugutekommt. Ich mache noch das fertig und dann? Und dieses Bild, was ich dann hingezeichnet habe, das ist, um auszudrücken, wenn ich, also dieser, diese Zylinderscheibe soll die Menge der verbrauchten Energie darstellen, auf der einen Seite, und sie soll die Menge der eingesammelten Ökosteuer darstellen. Wenn ich das, wenn ich diese eingesammelte Menge Geld, die Menge Ökosteuer, die ja am Ende eines Jahres relativ klar bekannt ist, wenn ich die dann teile durch die Anzahl der Menschen oder wenn ich die Energie, die dem gegenübersteht, auch wieder teile durch die Anzahl der Menschen, dann bekomme ich auf der einen Seite den Durchschnittsenergieverbrauch und auf der anderen Seite bekomme ich die, durch die Rückvergütung pro Kopf wieder. Und das sind eben dann diese 100 Euro pro Kopf und Monat. Das heißt, das ist so ein Anhaltspunkt, wie könnte denn eine solche Verteuerung dieses Grundstoffs Energie, wie könnte das denn konkret aussehen? Das könnte zu einem Rückfluss an 100 Euro pro Kopf und Monat führen, wenn 4 Cent pro Kilowattstunde draufgeschlagen werden. Wobei ich wirklich betonen will, das tut durchaus weh.
Das tut überhaupt nicht weh. Ich kriege doch Geld zurück. Ja, aber ich kriege Geld nur dann wirklich zurück, wenn ich unterdurchschnittlich verbrauche. Wenn ich durchschnittlich verbrauche, dann komme ich gerade plus minus null raus. Ne? Das soll diese Folie zeigen. Aber dadurch, dass ich weiß, das Ding ist verteuert worden, habe ich ja einen individuellen Anreiz, meinen eigenen Lebensstil umzustellen. Das ist das, was ich vorher sagte. Die unterschiedliche Verteuerung der Güter hat Einfluss auf das Verhalten der Konsumenten. Ich werde nach wie vor den Durchschnittsbetrag zurückerhalten. Wenn ich aber unterdurchschnittlich vernutze, weiß ich, dass ich Profit oder dass ich echt mehr zurückbekommen habe, als ich ausgegeben habe. Ja, und jetzt war da eine Frage. Ist die noch da, die Frage? Die Frage hat sich im Prinzip schon erledigt, weil ich ja schon da reingesprochen und habe sie besser erledigt. Ah ja, gut, umso besser. An der Stelle kommt mir ganz oft entgegen, aber die Ökosteuern sollen verwendet werden, um Schäden wieder gut zu machen, zum Beispiel, um öffentliche Infrastruktur für einen ganz anderen öffentlichen Nah- und Fernverkehr einzurichten und so weiter und so weiter. Und das sage ich, wir brauchen überhaupt erstmal die Ökosteuer, um zukünftige Schäden vermeiden zu können. Also die Verwirklichung einer Ökosteuer ist ein ganz wichtiges Ziel. Ich habe vorneweg gesagt, ich werde in einer Demokratie solche Maßnahmen nur durchsetzen können, wenn nicht auf der Hand liegt, dass zunehmend mehr Leute und zunehmend die mit niederem Einkommen ausgeschlossen sind. Deshalb bin ich angewiesen auf diese vollkommene Kompensation, diese vollkommene Rückausstattung. Das halte ich für so einen wichtigen Grund, also überhaupt erstmal die Einführung zu bekommen, dass ich an der Stelle nicht loslassen kann von dieser Rückausschüttung, sondern auf der anderen Seite sage, es müssen andere Steuereinnahmen dafür verwendet werden, um Schäden wieder gut zu machen. Abgesehen davon, dass die Schäden, die bereits da sind, also jetzt ein bisschen polemisch gesagt, die sind stärker von Leuten mit höheren Einkommen verursacht worden. Deshalb muss ich stärker auch die höheren Einkommen an solchen Stellen zur Kasse bitten. Und vor allem, ich habe ja nicht nur die Ökosteuer, die in den Steuertopf des Finanzministers fließt, sondern ich habe auch andere Steuern. Ich möchte einen Satz noch dazu sagen. Für mich ist auch offensichtlich, dass diesen Gedanken, den ich jetzt vorgetragen habe, dass der zu der Finanzierung des Grundeinkommens, wie es der Götz Werner vorträgt, dass da auch eine gewisse Nähe da ist. Der Götz Werner möchte die Umsatzsteuer drastisch anheben. Umsatzsteuer ist auch etwas, was den Konsum, was den Verbrauch besteuert. Das, was ich vorgeschlagen habe, verteuert auch den Verbrauch, aber nicht flächendeckend gleich. Da nehme ich wieder das Beispiel mit dem Haare schneiden oder mit der Wellnessbehandlung. Der unschädliche Verbrauch wird bei dieser Art der Besteuerung am Anfang der Produktionsketten wesentlich weniger verteuert. Es wird nicht flächendeckend alles gleich teuer gemacht. Ich habe jetzt gerade gemerkt, ich habe auch das Wort unschädlich verwendet. Unschädlich jetzt in dem Sinn, an menschlicher Arbeitskraft können wir, da dürfen wir großzügig sein. Wir leisten uns gegenwärtig einen so skandalöse Nichtnutzung, ein so skandalöses Brachliegenlassen der menschlichen Arbeitskraft, dass in einer Weise die Nutzung der menschlichen Arbeitskraft, da dürfen wir ganz großzügig sein. Selbstverständlich muss menschliche Arbeitskraft bezahlt werden. Sie muss so bezahlt werden, dass sie auch wieder Nachfrage halten kann. Aber in der Nutzung dürfen wir verschwenderisch sein. Während wir nicht verschwenderisch sein dürfen in der Nutzung der begrenzten Naturressourcen. Also schädlich war da gerade zu verwenden, in dem Sinn, wenn etwas knapp ist, wenn es nicht wiederherstellbar ist, dann hat der Umgang damit sparsam zu sein. Ja, damit komme ich zum Ende. Ich bin jetzt auch so durchaus in der Zeit geblieben.